Hallo, hallo, meine Lieben und herzlich willkommen in meinem legendären Kleiderschrank. Ta 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 ta. Ja, man sieht, ich habe so einen kleinen Lederjacken-Fetisch. Früher waren die Lederjacken echt, heute sind sie vegan. Alles fing an, da war ich 16 mit meiner Mama in London und da hat sie mir diese sündhaft teure, echte, goldene Lederjacke geschenkt und ich habe sie geliebt. Ewig getragen, ist so richtig typisch 80er Jahre und die hat mich inspiriert zu meinem Lederjackenfimmel. Und wirklich total witzig, Jahre später bei Malou, es wurde wieder metallisch. Ist die nicht total abgefahren? Ist es nicht ein Knaller? Oder auch gerne in Lack mit Schlange bzw. Echse oben. Also Lederjacken machen immer so viel her. Ja, das ist ja jetzt schon mal üppig, aber... Denn wie bei Harry Potter passiert bei mir die Magie unter der Treppe. Hier findet sich Modeschmuck und Gürtel. Und das hier, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ist nicht mein Kleiderschrank, sondern mein Fundus. Und das ist das ganz Besondere daran. Es ist wirklich ein Fundus mit ganz vielen Showpiecen. Also zum Beispiel, wenn ihr hierher schaut, so viel Glitzer und Paillette, das hängt alles hier. So, dann habe ich noch, ich glaube, 1,5 Meter Abendkleider. Die habe ich jetzt in den Keller gebracht, weil ich die doch relativ selten brauche und keinen Platz mehr habe. Aber man merkt, ich liebe Mode. Hier ist privat und hier sind Tuniken. Also, ich meine, es gibt kein besseres Kleidungsstück von Frühling bis Herbst. Das ist einfach so toll. So, und lange Kleider, wo man einmal Schlupp macht und schon perfekt angezogen ist. Zum Beispiel, ein großer Fan bin ich auch von den Kaftanen. Anziehen im Sommer, egal ob man bei 40 Grad Hitze oder ein bisschen frischer unterwegs ist. Und natürlich Lebensfreude pur. Ihr seht, es gibt so kurze schwarze Segmente in meinem Schrank, aber ansonsten ist es einfach kunterbunt. Ja, man merkt, ich mag Cowboy-Stiefel. Warum? Kann ich euch ganz einfach erklären. Erstmal, es gibt sie hoch, es gibt sie aber auch flach. Aber meistens kommen sie dann doch mit einem breiten Absatz, in den man dann dadurch besonders gut laufen kann. Und euch bringen die tollsten High Heels nicht, wenn ihr da drin rumstarkst wie ein Storch. Das sieht unhot, unsexy aus. Aber in Cowboy-Stiefeln, da läuft man immer wie ein Larry und hat halt diesen coolen... Und das liebe ich an Cowboy-Stiefeln. Außerdem sind sie sau bequem, weil ich kaufe sie immer eine Größe größer. Bei mir gibt es nicht die hängenden Gärten, sondern die hängenden Stiefel. Und zwar dank diesen Schuhhaken. Einfach dranklipsen und unter die Decke hängen. So hat man total stiefelschonend, keine Falten, die guten Teile aufgehängt und hat trotzdem unten drunter noch jede Menge Platz. Und hier ist meine rote Teppichkollektion, auch Auerschuhe genannt, im Bücherregal untergebracht. Auch hier gibt es ein ganz besonderes Paar, nämlich dieses hier. Ich war in New York mit meinem Schatz und wir gehen Schaufenster bummeln und da stehen ein paar Glitzerschuhe, komplett in Glitzer, ein paar Pumps. Und da stand Sonja drauf und er sagt zu mir, weißt du was, die holen wir jetzt, wir sind rein. Und da haben die einen Preis aufgerufen, wo ich sage, selbst wenn ich eine Gelddruckmaschine zu Hause hätte, würde ich so viel $1000 nicht mit Füßen treten. Und da habe ich mich halt hingesetzt, habe Swarovski-Steinchen geordert und habe einen Spezialkleber genommen und ein günstiges Paar Lackschuhe und habe mit der Pinzette über Weihnachten selbst gemacht. Ja, und hier sind sie, die Cinderella-Schuhe. Roter Teppich, Burning Man, Disco. Oh, hier ist die rosa-rote Fraktion. Das Kleid muss ich euch zeigen. Das Baiser-Kleid hier.
Das habe ich mir extra gekauft, als es hieß, ja, die Sonja ist schwanger zum allerersten Mal. Und dann war das mein erster roter Teppich-Auftritt. Und ich wusste, die ganze Pressemeute ist versammelt und wollen nichts anderes als meinen dicken Babybauch. Ich war, glaube ich, dann schon im 7. Monat oder im 6. Sehen. Ich hatte aber gar keine Lust darauf, dass die sich alle auf meinen Bauch stürzen. Und somit habe ich mein Baiser-Kleidchen angezogen und alle Fotografen haben geschimpft. Sonja, man sieht gar nicht, dass du schwanger bist. Menno! Wir haben sich total geärgert, aber mein Würmchen im Bauch hatte seine Privatsphäre und ich war mega glücklich. Also so toll die sind, das sind natürlich alles Showpieces. Die trägt man im Alltag nicht. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal meine Everyday-Lieblingsoutfits. Jetzt bin ich aber mal gespannt, welches ist dein Lieblingsoutfit? Schreib's mir in die Kommentare, schenk mir ein Däumchen oder lass mir ein Abo da. 1000 Bussis, deine Sonja. Here Shopping entertains.